Theater TV auf ITV Coburg, ein Service der Sügder Chor GmbH. Das Landestheater Coburg ist fast wieder normal. Mit Next to Normal nämlich findet das mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnete Musical seinen Platz im Großen Haus. Mein Arzt, die Psychopharmaka und ich. Das Stück führt das Publikum auf humorvolle, aber trotzdem ernste Weise an das Tabuthema Depressionen heran. Es geht ja vor allem auch um die Reaktion der Angehörigen drumherum. Und da kann man vor jedem, wie er damit umgeht, eigentlich nur den Hut ziehen, weil es natürlich wahnsinnig schwierig ist, mit dieser Krankheit umzugehen. Und in diesem Stück wird eben gezeigt, wie wertvoll das alles ist. Es geht um die Suche nach der Positivität im Leben. Und das ist so eine wunderbare Message. Also schöner geht's nicht, auch wenn es ein bisschen melancholisch daherkommt. Kerstin Ibald übernimmt die Hauptrolle. Sie spielt Diana Goodman, eine Frau, die ihren Sohn verloren hat und seitdem unter einer bipolaren Störung leidet. Es ist jeden Abend eine wahnsinnig anstrengende Achterbahn. Und es ist auch toll, weil das eine Rolle ist, die wahnsinnig erfüllt und die unglaublich Freude macht, so perfide das vielleicht klingt, aber es macht wirklich wahnsinnigen Spaß, sowas spielen und singen zu dürfen. Aber man geht wirklich nachher aus dem Theater und fühlt sich, als ob man wie so ein großes Handtuch einmal ganz fest ausgewrungen worden wäre. Unter der Leitung von Roland Pfister unterstreicht das Orchester alle Zustände einer bipolaren Störung. Und das mit einem Stilmix aus unterschiedlichsten Genres. Im Oktober können sich die Zuschauer das Musical Next to Normal, fast normal, im Großen Haus anschauen. Tickets und Infos zum Spielplan gibt es auf landestheater-coburg.de. Willst du das wirklich machen, Mama? Du findest es nicht gut. Ich finde es super. Du bist sehr mutig. Aber was wird dein Vater dazu sagen?